Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und alle, die mich noch nicht kennen, auch ein freudiges Hallo. Worum soll es heute in dem Video gehen? Thema Induktion, um das gleich mal vorwegzunehmen. Ich habe ja hier viele Anfragen bekommen über Instagram. Hey, hab deine YouTube-Video gesehen, alles ganz gut und schön, gefällt mir sehr gut, aber Thema Induktionskochen überlegen wir gerade auch bei unserem Ausbau oder wir wollen in unserem Reisemobil von Gas weg hin zu Strom kochen quasi auf Induktion und haben da einige Fragen. Und das habe ich mir gedacht, hey, pass auf, jetzt mache ich da einfach mal ein Video darüber und zeige, wie das Ganze bei mir hier funktioniert, wie hoch der Verbrauch ist, etc. etc. Und da würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Wer das Video zur Roomtour gesehen hat, der weiß, hier oben ist quasi unser Induktionskochfeld versteckt. Da eingebaut, ist auch vom TÜV so alles abgenommen, alles wunderbar. Das stellen wir gleich mal hier oben drauf, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz, um das Ganze quasi einzurichten. So, jetzt seht ihr hier schon unser Induktionskochfeld, ist ein relativ günstiges, hat glaube ich 65 oder 70 Euro gekostet, von Kiatronic, der ein oder andere kennt vielleicht die Marke. Und hier hinten ist quasi, wenn man da mal guckt, eine 230 Volt Dose installiert. Ja, und die geht dann weiter zu unserem Wechselrichter. Den wollen wir da gleich mal hier oben einschalten. Hier oben kann man den quasi einschalten, wie ihr das hier seht. Und hier neben haben wir noch unsere Stromverbrauchsanzeigen oder Statusanzeigen. Jetzt sehen wir hier, wir haben jetzt hier noch 197 Amperestunden, sieht man das? Ja, sieht man. Beziehungsweise 98% Restkapazität auf unserer großen 200 Amperestunden Lithiumbatterie. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie hoch der Verbrauch ungefähr liegt bei 2 Tassen Kaffee über die Edelstahl Bialetti. Denn es geht nur per Edelstahl Bialetti. Wenn ihr zu Hause eine habt mit Aluminium, das geht natürlich nicht. Man kann hier nur mit Edelstahltöpfen etc. kochen oder alles, sage ich mal, was für Induktion ausgelegt ist. So, dann schalten wir doch mal an. Funktioniert im Prinzip so hier. Über das Touchfeld, wir drücken hier auf On. Ja, zack. Und hier können wir jetzt noch die Leistungsstufe auswählen. Bei der kleinen Bialetti ist es jetzt so, die läuft nur auf 1200 bis 1400 Watt. Hintergrund ist, das Kochfeld oder der, sag mal, die Induktionsplatte erkennt, wie groß der Topf quasi ist und richtet danach die Leistung aus. Und mehr wie 1400 Watt gibt es jetzt zum Beispiel jetzt auf unser Edelstahl Bialetti nicht frei. Jetzt schalten wir das mal hoch. Jetzt könnt ihr hier oben mal sehen, jetzt schalten wir mal um, wie hoch der Verbrauch ist. Wir sind jetzt hier bei knapp 83 Amperestunden im Verbrauch. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert. Ich werde jetzt halt einfach mal ein bisschen mit Gequassel überbrücken, denn es gibt wirklich viele Erfahrungswerte zum Thema Kochen per Induktion, weil das macht zum Beispiel was aus, wie hoch die Außentemperatur ist, ist klar, wie viel wir hier verbrauchen. Dann macht das auch was aus, auf welcher Höhe quasi über dem Meeresspiegel wir stehen. Ganz unten am Meer verbrauchen wir ein bisschen mehr Strom und umso höher wir kommen, umso niedriger ist natürlich auch der Siedepunkt von Wasser, mit dem er, sage ich mal, die meiste Zeit kocht. Und dementsprechend geht auch dann tatsächlich der Verbrauch runter. Portionen Bratkartoffeln war, sage ich mal, bis jetzt unser höchster Verbraucher. Für 3 Personen haben wir da ca. 60 Amperestunden Strom verbraucht. Das heißt, wenn du das hier 3 Tage lang machst, wird es echt schon knapp mit 200 Amperestunden Lithium. Ja? Also wer da wirklich auf Weltreise gehen will und will per Induktion kochen, kann ich nur empfehlen, 600 bis 800 Amperestunden Lithium Kapazität braucht ihr da echt schon, ja? Damit es wirklich auch Sinn macht. Weil wir, wenn wir jeden Tag hier kochen mit 200 Amperestunden Lithium, ist die Batterie nach 4 Tagen im Prinzip leer. Ja, da geht eigentlich wirklich nichts mehr. Ne? Wir verbrauchen am Tag ungefähr so 40 bis 50 Amperestunden, ja, mit unserer Kühlbox, mit Handyladen, mit Licht, mit Wasserpumpe, alles was ihr halt so kennt. Ja? Und, aber der größte Verbraucher, sage ich mal, der größte momentan Verbraucher ist im Prinzip hier unser Induktionskochfeld. Ja? Und hier seht ihr schon, der Kaffee fängt hier an mit Kochen. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal runterdrehen, sonst kocht mir das Ganze über.
Und dann sprudelt das hier im ganzen Camper rum. Das ist echt nicht schön, diese Kaffeeflecken dann wieder wegzumachen. So, aber was haben wir denn jetzt verbraucht? Wir haben jetzt hier noch 200 Watt noch eingestellt. Das Ganze kann ich im Prinzip jetzt auch mal ausschalten. Das Induktionskochfeld läuft das noch ein bisschen nach, um zu kühlen. Jetzt schauen wir da mal hoch, wo wir gestartet sind. Wir haben, genau, 197 Amperestunden hatten wir als Start und jetzt sind wir bei 193 Amperestunden. Das heißt, 4 Amperestunden haben wir jetzt verbraucht für 2 Tassen Kaffee. Das ist eigentlich okay. Wie gesagt, das variiert. Wenn wir unten am Meer stehen, verbrauchen wir ungefähr 5 Amperestunden. Und wenn wir oben in die Berge stehen, verbrauchen wir 3 Amperestunden für 2 Tassen Kaffee. Ja? Ein typisches One-Pot-Gericht. Auch so für 3 Personen könnt ihr rechnen 20 bis 30 Amperestunden, je nachdem, ob es Nudeln ist, ob es Reis ist, ja, wie viel Gemüse, Soße ihr mit dazu habt. Ja. Was haben wir noch? Ein Steak verbraucht auch ungefähr, ja, 15 bis 20 Amperestunden. So ungefähr könnt ihr da rechnen. Also wer wirklich nicht nur am Wochenende Strom haben will für 3-4 Tage, sondern wirklich sich vorstellen kann, er kann ohne Stromanschluss mal eine Woche stehen. Das können wir zum Beispiel nicht, wenn wir dauerhaft hier per Induktion kochen. Derjenige, der braucht dann auf jeden Fall 400 bis, sag ich mal, 600 oder 800 Amperestunden, um wirklich richtig autark zu sein. Ja. Wenn wir jetzt nicht per Induktion kochen, sondern per Gas, kommen wir tatsächlich mit unserer Batterie, ja, zwischen 10 und 14 Tagen, ne? Je nachdem, wie viele Geräte noch zu laden sind, wie oft die Heizung vielleicht an ist, ne? um vielleicht warm Wasser zu machen oder wenn es draußen kalt ist, etc. Das sind alles so Faktoren. Aber darum soll es gar nicht gehen. Heute eigentlich nur Thema Induktion. Wie gesagt, die Verbrauchswerte, das schreibe ich euch dann unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Ich habe dafür unterschiedlichste Gerichte, habe ich mir da Notizen gemacht und das kann, glaube ich, für euch ein ganz guter Anhaltspunkt sein für eure Planung. Ja? Was braucht ihr aber noch? Ihr braucht, sage ich mal, einen großen Wechselrichter. Und da schauen wir doch mal nach hinten, wie wir den hier verbaut haben. Machen wir mal die Tür auf. So. Und der ist bei uns quasi hinten verbaut. Und da seht ihr hier schon die großen Kabel. Das sind beide Male 2x35 Quadrat für die Plus- als auch für die Minusleitung. Und das ist das, was der Wechselrichter hier braucht. Der ist bei uns hinten verbaut. Der hat hier auch eine gute Lüftung über die Lüftungsschlitze. Da vorne auch nochmal. Und da vorne sind auch, sage ich mal, auch die Verteilung dann für unsere 230 Volt Steckdosen, die wir hier drin haben. Genau. Ja, ich würde das, wenn ihr auch vorhabt, auf Induktion zu kochen, das wirklich nicht zu knapp bemessen. Sei es von Stromkabel, sei es von Wechselrichter etc. Nicht, dass alles an der Leistungsgrenze immer so arbeitet. Das ist nicht gut fürs Material. Wir haben ja auch bei einem 2000 Watt Induktionskochfeld haben wir auch einen 2500 Watt Wechselrichter genommen, um da, sage ich mal, so die Reserve noch zu haben. Wir kochen aber eigentlich recht selten auf 2000 Watt, weil die 1400 bis 1600 Watt, die reichen völlig aus. Damit sind wir wirklich bummschnell, viel schneller als tatsächlich mit Gas. Und muss sagen, damit sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden. Wir kochen dennoch hin und wieder auf Gas. Wir haben noch so von Campinggas und 2 Flammkocher. Gerade wenn wir mehrteilige Gerichte machen. Ja? Wir wollen jetzt parallel Kartoffeln kochen und nebenbei noch, was weiß ich, Steaks, irgendwelche Soßen oder was weiß ich machen. Ja? Dann nehmen wir das Teil, weil wir haben ja nur quasi ein Kochfeld hier bei unserem Induktionsfeld. Und das ist, sage ich mal, bei manchen Gerichten einfach ein limitierender Faktor. Aber es hat für die Wohnmobilzulassung einen erheblichen Vorteil gehabt. A, keine Gasprüfung. Wir mussten keine Gasanlage hier aufbauen. Wir mussten das, was wir quasi an Strom vorhatten, weil Wechselrichter war geplant, Lithium war geplant, einfach nur ein bisschen größer dimensionieren. Und dann war eigentlich dem Thema Induktionskochen, auch sinnvoll Induktionskochen, stand da eigentlich dann nichts mehr im Weg. Also wir nutzen es wirklich eigentlich oft, muss ich wirklich sagen. Vorteil gegenüber Gas ist eigentlich Thema 1, Gasprüfung, die entfällt.
Was man aber dennoch machen sollte, ist auch hin und wieder mal seine Stromleitung, Sicherung, alles auch selber überprüfen, einfach nur aus Eigenschutz, auch wenn es da keine Vorschrift gibt, dass man das machen muss. Somit habe ich, sage ich mal, eine Eigenverantwortung bei der Prüfung und kein Muss. Ja. Was ist noch Vorteil zum Thema Gas oder sagen wir Thema Induktion gegenüber Gas, ist auch Beschaffung vom Gas. Das entfällt auch. Wenn ich im Ausland bin, habe ich kein Problem. Wo kann ich meine Gasflaschen auffüllen, meinen Gastank auffüllen oder kriege ich die richtigen Flaschen etc. Die Sorgen habe ich hier zum Beispiel alle nicht. Ich habe hier nur ein Verbrauchsmedium in dem Fahrzeug und das ist Diesel. Der Diesel treibt den Motor an, der Diesel treibt aber auch unsere Truma Warmwasserheizung an. Und von daher Thema Kochen auf Gas fällt hier quasi auch weg, weil Induktion, beziehungsweise hin und wieder mal nur einfach unseren Campinggaskocher, das war es im Prinzip schon. Nachteile, Induktion sind quasi die doch hohen Anschaffungskosten. Weil wenn man, sage ich mal, das Ganze wirklich gut dimensioniert und nicht an der Leistungsgrenze fahren will, braucht ihr zum einen eine große Lithiumbatterie. Ja? Das heißt, irgendwas Billiges, China-Gerümpel. Der eine oder andere macht's. Ja? Ich muss sagen, ich habe da wirklich auf einen deutschen Vertrieb gesetzt. Klar, der holt das Ganze auch, ganzen Einzelteile auch aus China, wie so viele auch, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber zum einen, ich habe bei ihm 5 Jahre Garantie mit einem Vorab-Austausch. Das heißt, wenn ich irgendwo stehe, die Batterie kocht oder was weiß ich, was man natürlich jetzt mal nicht hoffen. Ich denke mal, einer, der 5 Jahre Garantie gibt, der weiß, warum er das tut. Dann schickt ihr mir eine neue Batterie zu und erst dann schicke ich ihm die Defekte zurück. Also das ist absolut auch ein fairer Deal. Zum anderen habe ich festgestellt, es gibt wirklich Qualitätsunterschiede, umso billiger die Batterien werden, umso geringer wird auch der Entladestrom. Also das geringste, was ich bisher gesehen habe bei einer 200 Amperestunden Lithiumbatterie, ist ein Entladestrom von unter 100 Ampere. Und das ist ja eigentlich, ja, also ich sag mal, damit kannst du Induktionskochen vergessen. Ja, zumindest wenn du das bei 800 bis 1000 Watt hast, das Induktionskochen, das geht dann vielleicht schon, aber damit fährst du an der Leistungsgrenze. Wir haben in der Batterie, die hat einen Dauerentladestrom von 200 Amperestunden. Und damit fahren wir quasi nie an der Leistungsgrenze. Das juckt das Material alles gar nicht. Ja. Wie gesagt, wir kochen hier mit maximal 1400 bis 1600 Watt. Und da kommen ja, maximal 150 Ampere zustande, die mal, sage ich mal, im Max-Verbrauch sind. Und somit haben wir immer noch genügend Luft nach oben. Und ich denke mal, so sollte man das auch so konzipieren, wenn man sich sowas ausbaut. Das ist jetzt hier kein Weltreisestandard. Der Weltreisestandard kostet dann ungefähr das Dreifache von dem, was wir hier gebaut haben. Wir sind, sage ich mal, im Bereich der Mittelklasse unterwegs. Ja, damit kann man ruhig mal 1-2 Monate am Stück das Ganze auch nutzen. Das ist gar kein Problem. Für einen Wochenendcamper ist das Ganze vielleicht auch schon wieder überdimensioniert. Da kommt vielleicht auch einfach nur mit einem Gaskartuschenkocher klar, würde ich sagen. Ja. Aber so, wir haben hier wirklich eine schöne, dauerhafte Lösung, wo man, wenn man das Fahrzeug, sage ich mal, in einigen Jahren, wenn unsere Kinder größer sind, mal verkaufen sollten und wir gehen auf ein größeres Fahrzeug, wo der nächste Besitzer sich auch drüber freut, weil das halt einfach hier Sinn macht, das ganze System. Ja. Das soll es jetzt gewesen sein, meine Erfahrungswerte so zum Thema Induktionskochen im Camper. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Kurz noch mal kurz angesprochen. Nachteil ist im Prinzip, der limitierende Faktor ist quasi die Batteriegröße. Ja, umso größer ich meine Batterien so dimensioniere, umso länger kann ich auch autark stehen und kochen. Wie gesagt, wenn wir hier regelmäßig per Induktion kochen, was wir tun, müssen wir nach 3 bis 4 Tagen die Batterien wieder laden. Das passt allerdings zu unserem Reiseverhalten, denn nach 3-4 Tagen verlassen wir oftmals den Platz und ziehen woanders hin. Von daher sind wir da fein, wenn ihr, sage ich mal, ein Expeditionsmobil baut und ihr wollt wirklich mal 1, 2, 3 oder vielleicht 4, 5 Wochen an einem Platz stehen, dann knallt euch ordentlich Solar aufs Dach, geht von 200 Amperestunden vielleicht auf 400 bis 600 Amperestunden, um wirklich auch noch genügend Reserve zu haben, gerade wenn ihr vielleicht plant, nach Skandinavien etc. zu fahren, ja, um einfach nicht da irgendwo an die Grenze zu kommen und sagt, ich habe jetzt so keinen Strom mehr.
Wir haben auch Solar, wir haben ein mobiles Faltpanel, das werde ich auch in einem anderen Video nochmal vorstellen. Das bringt am Tag bei guter Sonneneinstrahlung in Italien, hat man da im Max mal 50 Amperestunden, was es gebracht hat. Also da habe ich das wirklich morgens um 7 aufgestellt und abends zum Dunkelwerden um 9 erst reingeholt und dann stand da auf dem Computer 50 Amperestunden. Heute haben wir an Leistung reinbekommen. Im Schnitt bringt es so 25 bis 30 Amperestunden am Tag rein und somit haben wir vielleicht ja nicht mal eine Erhaltung, aber sage ich mal einen kleinen Booster, wo wir sage ich mal eine Reichweitenverlängerung hätten für 3-4 Tage länger stehen. Ja, das reicht uns aber auch für unser Reiseverhalten. Wie gesagt, meistens ziehen wir nach 3-4 Tagen weiter und das ist einfach nur eine Backup-Lösung, unser Solarpanel, was wir hier haben. Aber wie gesagt, das stelle ich in einem anderen Video mal vor. Kommen wir noch zu den Nachteilen mit Gas. Wie gesagt, Beschaffung ist auch ein Thema. Ja. Gasprüfung ist ein Thema. Es kann eine Undichtigkeit bei Gas auftreten. Das ist so ein Thema, da habe ich zum Beispiel Angst so ein bisschen, dass ich da auf Rüttelpisten mal was lockert etc. Gerade so bei einem Selbstausbau, da hatte ich jetzt nicht so das Vertrauen zu mir, das zu machen. Mit Strom kenne ich mich ja schon eher aus. Aber wie gesagt, es gibt ja auch genügend Leute, die sowas bauen können. Beziehungsweise wenn man einen Camper fertig kauft, dann ist das ja auch alles kein Thema. Ja, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Wenn nicht, kommentiert einfach unten, stellt die Fragen rein, ich beantworte die gerne. Wer Lust hat auf weitere Videos zum Thema Camping, Ausbau, Technik ringsrum, ich habe jetzt auch die ersten Videos in der Erstellung zum Thema Reisen, die wir bisher gemacht haben, sowohl mit dem Touareg vorher, als auch jetzt mit unserem Sprinter. Da werden auch viel Reisevideos jetzt über den Herbst und über den Winter kommen. Da habe ich schon einiges vorbereitet und Material sortiert, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wer da Lust drauf hat, einfach schon mal Kanal abonnieren und dann seht ihr auch die Videos bald. Dann würde ich sagen, bis bald, euer Chris. Ciao.